So, das fünfte Kapitel unserer Ausstellung, da geht es um den medizinischen Bereich. Natürlich hat man auch im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit vor allem auf die Ärzte Hoffnung gesetzt, dass die eben mit ihren medizinischen Kenntnissen etwas gegen die Pest beitragen könnten. Das Problem für die Ärzte war damals sicherlich, dass sie eben ganz andere Vorstellungen von der Funktionsweise des menschlichen Körpers hatten, ganz andere Theorien über Wirkung von Medikamenten hatten, sodass es überhaupt nicht vergleichbar ist mit heutigen Zeiten. Aber dennoch kein Anlass, jetzt irgendwie herabzublicken auf diese Zeit. Das waren durchaus Profis, die in ihren Vorstellungen auch immer die logischen und richtigen Konsequenzen eigentlich gezogen haben. Nur aus der Rückschau heute weiß man, dass es eben weitgehend wirkungslos bleiben musste. Über den Einfluss der Gestirne auf Politik und vielleicht auch das überhaupt das menschliche Leben auf der Erde hatten wir vorhin kurz schon gesprochen. Hier auch der Einfluss dann auf die Gesundheit des Menschen natürlich im wunderbaren Tübinger Hausbuch, jetzt leider nur noch als Faksimile hier, wo man halt wirklich sehen kann, welche Gestirne auch auf welche Körperregionen, auf welche Krankheiten Einfluss nehmen. Die Diagnose der damaligen Zeit war sicherlich eingeschränkter im Gegensatz zu heute. Man hat natürlich vor allem den Kranken beobachtet, ihn in Augenschein genommen, wenn man denn mal bis zu ihm vorgedrungen war. Oder man hat auch zum Beispiel den Urin untersucht, deswegen hier einmal dieses Urinschauglas. Da konnte man seinen Urin auch an den Arzt schicken, ohne ihn selber aufsuchen zu müssen. Und der hat dann anhand von Farbe, Geruch, Konsistenz, Geschmack vielleicht auch dann festgestellt, um welche Krankheit es sich möglicherweise handelt. Wie gesagt, der Körper selber war noch nicht so eingehend, gerade jetzt in seinen Innenbereichen erforscht. Das hat sich aber nach und nach geändert. Deswegen hier einmal dieser anatomische Atlas aus der frühen Neuzeit, wo halt auch wirklich dann durch Forschungen am Körper selber, durch Öffnungen des Körpers eben dann immer mehr innere Organe und andere Funktionseinheiten dann bekannt wurden und auch hier abgebildet sind, wobei natürlich deren genaue Funktion damals eben noch unbekannt blieb. Ausschlaggebend beziehungsweise eine Säule letztendlich der damaligen Medizin war neben der Magie oder auch den Einfluss der Sterne sicherlich auch eben die Humoralpathologie, das heißt die Vier-Säfte-Lehre, die schon aus der Spätantike stammt, wo es darum geht, dass eben die vier Körpersäfte, Blut, Schleim, schwarze und gelbe Galle im Gleichgewicht sein sollen, dann ist der Mensch gesund und ist ein Ungleichgewicht, dann wird der Mensch krank. Dazu gibt es dann auch verschiedene Therapievorschläge, vor allem auch um die Flüssigkeiten und ihren Haushalt direkt beeinflussen zu können, zum Beispiel durch den Aderlass, wo dann tatsächlich auch Blut abgeführt wird, aus dem Körper herausgenommen wird. Deswegen hier diese Schale, diese Aderlassschale aus Ingolstadt, die eben dafür genutzt werden konnte, das Blut aufzufangen. Es gibt Schröpfköpfe, die halt auch in Badstuben oder Ähnlichem aufgesetzt wurden. Und es hier neben dann noch eine Pfanne, mit der wohlriechende Kräuter oder Ähnliches verbrannt wurden, um eben auch diese krankmachenden Dämpfe zu vertreiben. Für die Ärzte, für die Apotheker, aber auch für die normalen, die normalen Menschen der damaligen Zeit gibt es eine ganze Fülle von Literatur, Pestratgeber eigentlich, die ganz unterschiedliche Vorgehensweisen und Rezepte letztendlich, die sich über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte zumindest im Sinne der Medizin bewährt hätten, eben dann vorstellen. Es ist ja nicht so, dass sofort alle Leute an dieser Pest versterben. Einige überleben ja auch oder auch mal mehr. Und das kann man natürlich dann auch der Wirkung von Medikamenten oder Vorbeugemaßnahmen zuschreiben. Man weiß ja nicht, woran sie nicht gestorben sind oder warum sie nicht gestorben sind. Und somit können natürlich auch Medikamente, von denen wir heute wissen, dass sie eigentlich gar nicht wirken, doch über die Jahrzehnte tradiert werden als erprobt und gegen die Pest wirksam. Es gibt auch noch ganz andere Methoden, die heute sehr skurril wirken, aber damals durchaus logisch erscheinen. Zum Beispiel die Methode mit dem schwarzen Hahn. Das hat etwas eher mit dem Aussehen der Pestbeulen zu tun, die ja etwa eigroß sind. Und da gibt es dann eben die Theorie, dass dieser Hahn, wenn er auf die Pestbeule gesetzt wird und diese dann eben dann zurücknehmen kann quasi, wie das Ei wieder zurück in seinen Körper aufnimmt und es dadurch unschädlich macht. Warum ein Hahn? Ein Hahn legt ja eigentlich kein Ei, der schwarze Hahn natürlich auch nicht, aber in der Vorstellung gibt es eben Sonderfälle, wenn ein schwarzer Hahn tatsächlich mal ein Ei legen sollte, kommt daraus etwas ganz, ganz Böses, nämlich der Basilisk.
Und die Pest ist natürlich auch so eine Gefahr, etwas ganz Böses, deswegen auch der schwarze Hahn, der die Pestbeule wieder zurücknehmen soll. Das Ganze ist sicherlich auch ein Gedankenspiel in medizinischen Kreisen, nicht die normale Methode, mit denen man diese Pest behandelt hat. Aber es gibt öfter schon Erwähnungen, dass man zum Beispiel Kröten, die als giftig galten, auf Pestbeulen gesetzt hat, damit diese giftigen Tiere das Gift wieder in sich aufnehmen und so den Patienten heilen sollen. Natürlich gibt es auch Medikamente, wie wir sie heute eigentlich auch noch kennen. Deswegen hier einmal dieses Rezeptmanual, also ein Buch, in dem unterschiedlichste Rezepte aus dem 16. Jahrhundert aufgehoben sind. Und wir haben dann versucht, einige dieser Medikamente einmal in ihren Zutaten aufzuführen, hier in dieser Vitrine. Das sind wirklich ganz unterschiedliche Rezepte, die auch sehr unterschiedliche Zutaten haben. Wir haben sehr, sehr teure Zutaten hier auf dem untersten Board, also sowas wie Blattgold, Perle, Koralle, Einhorn, also fossiles Mammutelfenbein zum Beispiel. Also Sachen, die sich nur ganz wenige Leute leisten können. Das ist auch das Rezept für die Könige, die Fürsten und Ähnliches. Aber wir haben auch Rezepte für den einfachen Mann, wie es auch so wirklich heißt, die dann aus Kräutern bestehen, die wirklich am Wegesrand wachsen, könnte man sagen. Und das Schöne dabei ist eigentlich, dass nicht in diesem Rezeptbuch explizit steht, dass die teureren Medikamente auch mehr gewirkt hätten. Es ist also auch das Prestige desjenigen, der diese Medikamente für sich anfertigen lässt, spielt dabei eine Rolle, dass sich eben der Reiche andere exotischere Zutaten leisten kann als eben der Arme. Und diese exotischen Zutaten kommen in der frühen Neuzeit sicherlich auch vermehrt eben aus Überseegebieten. Gerade wenn sie gerade noch sehr neu sind, gelten sie als Allheilmittel fast schon. Wir haben hier zum Beispiel den Tabak, den Kaffee, die Muskatnuss, die im Anfang ihrer Bekanntheit eigentlich wirklich gegen alles eingesetzt wurden. Natürlich auch gegen die Pest. Es gibt auch andere exotische Dinge, wie zum Beispiel Besoare, also Steine, die sich im Mägen von Ziegen bilden, die also als Gift aufsaugend letztendlich galten, oder auch Edelmetalle, Edelsteine, denen diese Anti-Giftfunktion zugeschrieben wird, auch Heilerde aus fernen Ländern. All so etwas wurde eingenommen oder zumindest berührt, um eben sich vor der Pest zu schützen. Es gibt zahlreiche Kompendien, die auch hunderte von Kräutern auflisten, die auch gegen die Pest unter anderem helfen sollen. Man hat sogenannte Pomander benutzt, also kleine Gefäße, Anhänger, in denen zum Beispiel Kräutertinkturen oder auch Kräuter sich befanden und eben dann auch das Miasma vertreiben sollten. Hier haben wir ein ganz wunderbares Exemplar aus London, wo auch auf dieses Buch, in Form eines Buches ist dieser Pomander gestaltet, auch noch eine Maus oder eine Ratte aufgraviert ist, wobei, wie gesagt, der Zusammenhang zwischen Ratte und Pest damals nicht bekannt war, aber so im Nachhinein passt das natürlich wunderbar. Das Allheilmittel eigentlich dieser Zeit ist der Teriyak, ein extrem kompliziertes Gebräu aus mehreren Zutaten, teilweise über 100 Zutaten, je nachdem welches Rezept man nimmt, und extrem teuer, weil halt sehr exotische Zutaten eben auch dabei sind. Hier haben wir einige Gefäße, in denen der Teriyak aufbewahrt werden konnte, auch Rezepte, und das wurde auch weit verhandelt. Der beste Teriyak soll eben der damaligen Auffassung nach in Venedig entstanden sein. Und venezianischer Teriyak wurde also auch weit bis über die Alpen verhandelt. Davon zeugen archäologisch geborgene Flaschenverschlüsse, die eben auch dann gestempelt sind mit dem Logo der jeweiligen Apotheke, die das in Venedig hergestellt hat. Also der Teriyak dann wirklich als Mutter aller Medikamente, auch natürlich gegen die Pest eingesetzt. Die Ärzte selber versuchten sich natürlich auch zu schützen gegen Ansteckung. Teilweise mussten sie die Patienten, wie wir schon bei der Urinschau gesehen haben, ja auch gar nicht zu Hause besuchen, sondern haben eine Ferndiagnose quasi erstellt. Aber wenn sie sich dann wirklich mal unter die Pestkranken begeben haben, versuchten sie natürlich, sich auch vor der Ansteckung zu schützen. Und einer dieser Versuche ist vermutlich auch der heute ja als Ikone der Pest bekannte Schnabeldoktor, also ein Arzt mit Umhang, Hut, Stab und eben dieser Schnabelmaske, wie wir sie hier auch an dieser Wand in Papierform sehen, einfach nur als Symbol für die Pest schlichthin, wie wir es heute wahrnehmen. Dazu muss man allerdings sagen, dass diese Schutzkleidung sich wahrscheinlich nicht durchgesetzt hat,
Sie ist nur aus wenigen Berichten eigentlich bekannt, taucht auch im Mittelalter überhaupt nicht auf, sondern erst in der frühen Neuzeit, 1656 in Rom erstmalig. Aus genau dieser Zeit stammt auch dieser Originalstich aus Italien, der eben diese Schutzkleidung gegen den Tod vorstellt, mit dieser typischen Schnabelmaske, in der halt Kräuter aufbewahrt wurden, die dann gegen die giftigen Dämpfe wirken sollten. Nördlich der Alpen ist von dem Gebrauch dieser Kleidung nichts überliefert. Eher eine Karikatur, wie man auf dieser anderen Abbildung sieht, wo halt die Leute wirklich vor dem Dr. Schnabel dann auch wegrennen und wo auch ein eher spöttischer Text hinterlegt ist. Also tritt erst in der Neuzeit auf, dann auch nur im 17. und im frühen 18. Jahrhundert noch einmal, ist also möglicherweise einer von mehreren Versuchen, eben die Ärzte durch ihre Kleidung zu schützen, der sich aber vermutlich eben nicht durchgesetzt hat oder offensichtlich nicht durchgesetzt hat. Eine Schutzkleidung, die wahrscheinlich etwas einfacher auch zu handhaben war, ist einmal hier der Elfenbeinfigur zu sehen, weil das mit dieser Maske doch sehr kompliziert war und wahrscheinlich auch wenig alltagstauglich. So viel zur Abteilung 5 und den medizinischen Gerätschaften und Methoden gegen die Pest. Und jetzt wechseln wir zur nächsten Abteilung, zur Abteilung 6, zu den religiösen Gegengiften.